Jeder achte Deutsche ist arm. Das ist das ziemlich unbehagliche Ergebnis des jüngsten Armuts- und Reichtumsberichtes, den die Regierung heute beschlossen hat. Das klingt ziemlich drastisch, jeder achte Deutsche unter der Armutsgrenze. Doch nicht nur Union und SPD streiten über die Deutungshoheit dieser Zahlen. Denn was heißt das eigentlich arm? Für die Weltbank ist jemand arm, der mit weniger als einem Dollar täglich auskommen muss. Aber wann ist jemand in Deutschland arm? Wenn er unter der Brücke schlafen muss? Oder beginnt Armut schon da, wo Eltern ihren Kindern weder Schulbücher noch vernünftige Schuhe kaufen können? Über das deutsche Armutszeugnis Andrea Behner und Benjamin Kors. Es ist kein Kaufhaus für Schnäppchenjäger. Wer hierher kommt, hat keine andere Wahl. Es ist ein Kaufhaus der abgelegten Sachen. Ein Kaufhaus, das einen Satz Kinderschuhe oder Spielzeug zum Geburtstag möglich macht. Auch für die, die an der Armutsgrenze leben. Und das sind mittlerweile 11 Millionen Menschen in Deutschland. Arm in Zahlen heißt weniger als 781 Euro im Monat zum Leben. Gefühlt heißt das: Man kann sich praktisch nichts mehr leisten, also keine Kultur mehr. Man muss wirklich dieses Geld aufbringen für Lebensmittel, für Gesundheit auch. Glück noch dem, der keine teuren Medikamente kaufen muss. Die Kunden im Mainzer Gebrauchtwarenkaufhaus gehören zur großen Mehrheit ohne Vermögen. Arm heißt statistisch gesehen, vom Gesamtreichtum nichts abzubekommen. Nur eine kleine Elite, knapp 10% der Deutschen, teilt den großen Reichtum unter sich auf. Als relativ arm gelten dann die Personen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung haben. Relativ arm heißen sie in Deutschland, weil sie nicht hungern und frieren müssen. Arm werden sie in Deutschland, weil sie ihren Job verlieren, alleinerziehen oder Ausländer sind. Arm in der Gemeinschaft heißt: Es gibt auch schon brutale Armut, wenn Kinder bei der Ganztagsküche da stehen und haben dann ihren Chip irgendwie vergessen und können nicht. Oder also gerade in solchen Gruppensituationen, wenn die einen erzählen, was alles läuft und nicht. Also für mich ist es vor allem neben der materiellen Situation eine Frage, woran kann ich teilnehmen und wo muss ich abwinken und so tun, als ob mich es nicht interessiert. Armut im Bericht des Sozialministers heißt, Ungleichverteilung der Einkommen nimmt zu. Regelsatzbemessung oder 347 Euro Hartz IV. Schlagwörter, die die Armut in sperrige Worte fassen. Und am Ende die Einsicht, Armut entzieht sich einer eindeutigen Messung. Dass die Armut in Deutschland zunimmt, viele Menschen immer weniger Geld haben, das spüren sie hier im Kaufhaus auch ohne Armutsbericht. Früher hatten wir Stammkunden, also da kannten wir unsere Kundschaft. Aber jetzt kommen jede Woche neue Gesichter. Also es kommen immer viele neue Menschen. Kulturgut im Kilopreis. Viele sind im Gebrauchtwarenkaufhaus auch auf der Suche nach ein bisschen Würde und wenigstens dem Anschein eines normalen Lebens. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer, das behauptet der Armutsbericht, den das SPD-geführte Arbeitsministerium ausformuliert hat. Arm sei, wer netto maximal 781 Euro im Monat verdient, reich sei man als Alleinstehender mit 3.418 Euro netto. Das verkündet Arbeitsminister Scholz per Sonntagszeitung und lässt die Leser schon im ersten Absatz wissen, Patentrezept gegen Armut seien Mindestlöhne. Scholz zieht die Schlussfolgerung, hält den Bericht selbst aber noch unter Verschluss, die Union ist empört. Gleich mit dem Mindestlohn als Antwort zu kommen auf einen Bericht, den noch kein Mensch kennt, das riecht doch stark nach Wahlkampf, zumal es auch nicht die richtige Antwort ist. Doch heißt es aus der SPD, die den Bericht aber auch noch nicht in Händen hält. Wir werden morgen den Bericht zunächst mal zum ersten Mal auf dem Tisch haben. Das wird dann in der Bundesregierung auch noch verabredet werden müssen, was konkrete Maßnahmen für erfolgen. Aber der Kampf für Mindestlöhne und auch für Direkthilfen für Kinder, der ist eigentlich schon voll im Gange. Eins geht im Interview von Scholz beinahe unter. Rentner sind nicht mehr so arm wie früher. Der Bericht bestätigt, was wir im Grunde genommen schon wissen, dass nämlich die Rentnerhaushalte heute zum Glück die am wenigsten von Armut Betroffenen sind in der Bevölkerung. Dennoch hatte die Regierung zu ihren Gunsten kürzlich die Rentenformel ausgesetzt und dadurch die Renten leicht erhöht. Wer arm ist und wer nicht, das muss Scholz morgen erst noch einmal erklären, bevor in der Koalition dann vollends der Streit ausbricht, wie den Armen nun am besten geholfen werden sollte. Wenn in Deutschland von Menschen die Rede ist, die wenig haben, dann denken die meisten sofort an den Osten und besonders an Mecklenburg-Vorpommern.
Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeigt jetzt, das stimmt zwar immer noch, aber auch im vermeintlich reichen Westen steigt das Risiko, arm zu werden. Vor allem im Ruhrgebiet, inmitten von Nordrhein-Westfalen. Über Deutschlands neues Armenhaus, Verena Bünden. Wer hier ansteht, ist arm. 200 Menschen kommen täglich zur Duisburger Tafel. Lebensmittel für kleines Geld. Kein leichter Gang für die meisten. Nee, ich habe einfach gearbeitet im Bergbau. Ne, ja, wenn man so viele Jahre gearbeitet hat und dann noch so wenig Rente hat, dass man trotzdem hin muss, dann finde ich es traurig. Als armutsgefährdet gilt zum Beispiel eine vierköpfige Familie, die weniger als 1.735 Euro im Monat hat. Mehr als jeder fünfte Duisburger fällt unter diese Armutsgrenze. Eine Zahl, die in nur 5 Jahren um 26% gestiegen ist. Sorgenkind Ruhrgebiet. Die gesamte Region gilt als strukturschwach, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Nur der Niedriglohnsektor wird hier stark ausgebaut. Die Folge, trotz Arbeit brauchen die Menschen zusätzlich Sozialhilfe. Im Ruhrgebiet leben besonders viele Migranten und Alleinerziehende. Die Gruppen, die besonders von Armut betroffen sind. Allen voran deren Kinder. Erschreckend finde ich, wenn bei einer Weihnachtspäckchen-Ausgabe so ein 6-jähriger Steppke vor einem steht und sagt, Mensch, das ist das einzige Päckchen, was ich dieses Jahr kriege zu Weihnachten. Und wenn man weiß, da ist irgendwie ein Pfund Kaffee drin, irgendwie einen Schokoladen-Nikolaus und ein Paket Nudeln. Dass es bald wieder aufwärts geht, glaubt keiner bei der Duisburger Tafel. Die Politiker haben die Alarmsignale offensichtlich noch nicht erkannt. Sie streichen hier nächstes Jahr erstmal 3 Stellen. Das private Vermögen in Deutschland wächst, bleibt aber sehr ungleich verteilt. Das ist Kernaussage des aktuellen Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung, der jetzt als Entwurf vorliegt. Das private Nettovermögen hat sich demnach in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, auf rund 10 Billionen Euro. Das Staatsvermögen sei geschrumpft. Opposition und Spitzenverbände warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft. Mittags die Suppe aus der Suppenküche und die neue Jacke ist eine alte aus der Kleiderkammer der Wohlfahrtsorganisation. So sieht der Alltag vieler in Deutschland aus. Dabei werden die Deutschen statistisch gesehen immer reicher. Das Vermögen privater Haushalte stieg in den vergangenen 20 Jahren von 4,6 Billionen Euro auf mehr als das Doppelte, gut 10 Billionen. Gleichzeitig wuchs der Anteil der 10% reichsten Haushalte am Gesamteinkommen von 1998 bis 2008 von 45 auf 53%. Zahlen nach 2008 gibt es noch nicht. Das Vermögen des Bundes übrigens nahm seit 1992 um 800 Milliarden Euro ab. Dass sich die Verteilung von Vermögen geändert habe, gesteht auch die Sozialministerin ein. Als Gegenmittel empfiehlt sie ihre Politik. Am Lebensanfang ein Bildungspaket statt Barleistung oder in der Mitte des Lebens faire Löhne, deshalb auch die Mindestlöhne richtig machen, aber auch die Möglichkeit für das Alter vorzusorgen und anzusparen. Das ist das Prinzip der Zuschussrente. Dagegen, dass die Reichen immer reicher würden, sei das aber kein Konzept, sagt die SPD. Sie fordert Reichtum abzuschöpfen. Wofür wir in Deutschland über Steuersenkungen reden, reden wir über Steuererhöhungen für Vermögende und für Spitzenverdiener. Und wenn es eines Beleges bedurft hätte, dass wir das wirklich dringend brauchen, dann hat dieser Armuts- und Reichtumsbericht diesen Beleg jetzt geliefert. Der Bericht wird zurzeit mit den anderen Bundesministerien abgestimmt. Über die endgültige Fassung soll dann Mitte November das Bundeskabinett beschließen. Während die Forderung der SPD von Sozialverbänden und Gewerkschaften unterstützt wird, fordert die FDP Steuersenkungen, um die Nettoeinkommen zu erhöhen. Gut 2 Drittel der Bevölkerung will aber, laut Armutsbericht, dass die Bundesregierung aktiv wird, um die Einkommensunterschiede zu verringern. Dies ließe sich am ehesten durch mehr Steuern für Reiche machen. Vom Konflikt innerhalb der Union zum Zank innerhalb der Regierung. Ich habe es schon gesagt, als diese Woche der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung herauskam, Ungleichheit ist uns Deutschen ungeheuer. Wer will schon einem Politiker widersprechen, der diese Ungleichheit ausgleichen will? Antwort: die FDP. Die sieht die CDU offenbar auf dem Weg zum Sozialismus light. Denn in dem Bericht aus dem Hause Ursula von der Leyen steht wörtlich folgender Satz: Die Bundesregierung prüft, ob und wie privater Reichtum für die nachhaltigen Finanzierungen öffentlicher Aufgaben herangezogen werden kann. Ende Zitat. Das Arbeitsministerium beschwichtigte heute, man prüfe doch nur, wie man zu freiwilligen Spenden ermuntern könne. Aber Wirtschaftsminister Rösler las Umverteilung durch Steuererhöhungen heraus. Und schon tobt ein weiterer Glaubenskrieg innerhalb der Regierung. Uli Mehrkamp.
Auch für Philipp Rösler gilt im Ausland normalerweise gute Laune verbreiten und sich nicht zu innenpolitischen Streitthemen äußern. Aber am Abschluss seiner Thailand-Visite hat ihm etwas gewaltig die Stimmung verhagelt. Aus dem Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichtes der Sozialministerin glaubt er, die Aufforderung zu Steuererhöhungen herauszulesen. Und da wird er energisch. Ich halte das ausdrücklich für falsch. Das kann deswegen nicht die gemeinsame Position der Bundesregierung sein. Und ich freue mich sehr, dass diese Botschaft zwischenzeitlich auch angekommen ist. Ich gehe davon aus, dass solche Vorschläge ein für alle Mal vom Tisch sind. Eine abwiegelnde Pressemitteilung aus dem Arbeits- und Sozialministerium. Steuererhöhung sei nicht gemeint. Die gescholtene Ministerkollegin allerdings taucht heute ab. Keine Stellungnahme. Dafür meldet sich die Kanzlerin zu Wort. In einem Interview mit einem privaten Fernsehsender erklärt sie, Steuer- und Abgabenerhöhungen seien mit ihr nicht zu machen. Im Übrigen bestehe hierzu auch gar keine Notwendigkeit. Einem Koalitionskrach will sie schnellstmöglich die Spitze nehmen. Herr Kör, was stand denn drin in diesen Passagen, die im Armuts- und Reichtumsbericht nicht mehr vorhanden sind? Ja, da geht es um eine ganze Menge Passagen, die das Bundesarbeitsministerium verhältnismäßig schonungslos dargestellt hat im ersten Entwurf. Vor allen Dingen schon ein Satz in der Einleitung. Da geht es darum, dass die Einkommen in Deutschland sehr ungerecht, ungleich verteilt sind. Das stand im ersten Entwurf drin, ist jetzt nicht mehr enthalten. Ein weiterer Satz zum Beispiel, dass die Spreizung zugenommen hat, will heißen, dass also immer die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Auch das findet sich jetzt nicht mehr. Und das Ganze ist wohl ein Opfer der sogenannten Ressortabstimmung geworden. Das heißt, der erste Entwurf des Arbeitsministeriums, der ist an andere Ministerien gegangen. Und da haben dann andere Ministerien ein wenig dran rumkorrigiert und eben diese Sätze haben streichen lassen. Der neue Armutsbericht der Bundesregierung sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung für Diskussionen. Im Verlauf der internen Abstimmung zwischen den Ministerien wurde der ursprüngliche Text geändert. Kritische Passagen zur Verteilung der Vermögen in Deutschland wurden gestrichen. Opposition und Sozialverbände sprechen von Vertuschung. Die Bundesregierung weist die Vorwürfe zurück. Zum zweiten Mal in diesem Jahr blättert Ulrich Schneider durch den Armutsbericht. Den ersten Entwurf hat er im September gelesen. Jetzt soll der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes den zweiten Entwurf bewerten. Schneider traut seinen Augen kaum, als er sieht, was alles geändert wurde. Na, der durchaus in Teilen wirklich schonungslose Analyse von Frau von der Leyen aus dem ersten Bericht wurden jetzt im zweiten Bericht wirklich sämtliche Zähne gezogen. Es ist in entscheidenden Teilen eine Schönfärberei, von der man sagen muss, die Bevölkerung wird tatsächlich hinters Licht geführt. Jetzt fehlt zum Beispiel der Satz, dass die Privatvermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt sind. Diese kritischen Passagen sind der sogenannten Ressortabstimmung zum Opfer gefallen. Das Arbeitsministerium hat den ersten Entwurf ans FDP-geführte Wirtschaftsministerium geschickt und von dort kamen die meisten Änderungswünsche. Die Sprecherin nennt als Grund, eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung komme in Sachen Einkommensverteilung zu anderen Ergebnissen als der Armutsbericht. Ich habe Ihnen die Fakten genannt. Die Ungleichheit der Verteilung in den Einkommen hat abgenommen und das begrüßen wir. Und auch Herr Rösler begrüßt, dass das abgenommen hat. Aus Sicht der Opposition ist der Fall klar. Die Regierung wolle im Vorwahlkampf unangenehme Berichte vermeiden. Mich überrascht überhaupt nicht, dass der FDP-Chef Herr Rösler die soziale Lage versucht, in diesem Land besser darzustellen, als sie ist, Berichte zu manipulieren. Mich überrascht schon, dass Frau Merkel und Frau von der Leyen das mitmachen. Das zeigt auch, die CDU hat keine soziale Bodenhaftung mehr. Auch wenn weitere Änderungen nicht ausgeschlossen sind, der Armutsbericht soll kurz vor oder kurz nach Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden. Die Schere in Deutschland geht auseinander. Vielleicht erinnern Sie sich, vor 2 Monaten hatten wir über eine Studie berichtet, die im Bundessozialministerium entstanden war. Armuts- und Reichtumsbericht heißt das Papier. Eigentlich ein Überblick über Fakten. Aber der Entwurf war politisch noch nicht abgestimmt mit allen Koalitionspartnern. Heute ist er das. Und plötzlich stellt sich die Situation in Deutschland ganz anders dar. Beispiele? Die Privatvermögen sind sehr ungleich verteilt, stand da ursprünglich. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber im überarbeiteten Entwurf gestrichen. Noch deutlicher hatte Ursula von der Leyen's Ministerium formuliert, dass die Lohnentwicklung im oberen Bereich steigend war, die unteren Löhne aber gesunken sind. Auch das nach Überarbeitung im FDP-geführten Wirtschaftsministerium gelöscht.
positiv gewendet, heißt es jetzt, dass sinkende Reallöhne Ausdruck struktureller Verbesserungen am Arbeitsmarkt sind. Na klar, weil Arbeitslose neue Jobs bekommen haben, Niedriglohnjobs, was die Reallöhne unten sinken lässt. Wie man's dreht und wendet, glaub keiner Studie, die du nicht selbst geschrieben hast.